Bevor wir zum letzten Preisträger kommen, müssen wir über das Bundesland sprechen, in dem er lebt. Baden-Württemberg. Das ist bis vor kurzem ein Land der politischen Langeweile gewesen. 60.000 Jahre gefühlte Alleinherrschaft der CDU in Baden-Württemberg. Nach Filbinger, Späth, Teufel und Oettinger haben die echt geglaubt, sie können sich alles erlauben, sogar einen Mappus. Aber dann, da kam die Landtagswahl im letzten Frühjahr. Das war natürlich im Grunde ein Stresstest für die deutschen Kernkraftwerke. Aber trotzdem, die Baden-Württemberger haben die Rebellen in sich entdeckt. Im konservativsten unter den konservativen Bundesländern wurde das Undenkbare nicht nur gedacht, es wurde gewählt. Ein grüner Ministerpräsident, Winfried Kretschmann. Und über diese Wahl müssen sich die Aborigines im Land so erschrocken haben, dass sie dann 9 Monate später ihrer neuen Landesregierung ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht haben. Ende November schon, in einem Volksentscheid, haben sie ihn in Stuttgart 21 unter den Weihnachtsbaum gelegt, in der Hoffnung, dass der grüne Baum auch richtig schön brennt. Und da haben sie natürlich den Finger geschnitten. Denn das Motto im Kampf gegen diesen Monsterbahnhof lautete ja, oben bleiben. Und an diesem Motto halten die Grünen selbstverständlich fest. Auch wenn sie diesen ökonomisch schwachsinnigen Bahnhof selber bauen müssen. Die Grünen wollen auf jeden Fall oben bleiben. Das hat der Kretschmann doch im Wahlkampf schon gesagt. Der Mann ist ja nicht blöd. Der hat im Wahlkampf schon gesagt, es kann sein, dass wir gewählt werden und diesen Bahnhof trotzdem bauen müssen. Er hätte genauso gut sagen können, liebe erzkonservative Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, ich halte diesen Bahnhof für kompletten Schwachsinn. Aber ich bitte Sie herzlich darum, mir als Ministerpräsidenten den Bau dieses Schwachsinns anzuvertrauen. Das sind die neuen Grünen. Die haben gelernt, man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt. Und diese innere Zerrissenheit des Landes Baden-Württemberg zwischen konservativer Grundüberzeugung und rebellischem Wesen, die verkörpert keiner besser als der Ehrenpreisträger dieses Jahres. Meine Damen und Herren, der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum deutschen Klagkurs.